Die Völkerschlacht war zum einen die letzte Königsschlacht, an der die Monarchen noch selbst auf dem Schlachtfeld vertreten waren und auch Befehle erteilten. Gleichzeitig war es die erste moderne Massenschlacht. Es sind insgesamt 560.000 Soldaten gegeneinander angetreten. Das ist ein immenses Ausmaß. Und innerhalb von 4 Tagen, die die Schlacht gedauert hat, gab es bis zu 100.000 Tote und Verwundete. Das ist eine Dimension, die keine Schlacht vorher und auch hinterher in der Kürze der Zeit erreicht hat. Das macht sie, hebt sie heraus auf grausame Weise. Ja, in der Sammlung befindet sich mit der Siegesmeldung nach der Schlacht bei Leipzig von Johann Peter Kraft ein Gemälde, was in seiner Detailliertheit vom Bildaufbau her und der wirklich exakten Darstellung der Personen uns ermöglicht, direkt ins Geschehen einzutreten. Das war auch sein Ziel. Er hat das also bewusst so detailliert gestaltet, ganz anders, als das eigentlich zeitgenössisch der Fall gewesen ist, wo eigentlich sonst eher, ja, wimmelbilderartige Schlachtendarstellungen üblich gewesen sind. Zentral in der Mitte des Gebildes sind die 3 siegreichen Monarchen abgebildet. Das ist Zar Alexander I. von Russland, Franz I. von Österreich und Friedrich Wilhelm III. Von Preußen. Die Völkerschlacht war die letzte sogenannte Königsschlacht, wo die sozusagen Monarchen direkt auf dem Schlachtfeld anwesend waren. Napoleon ist nicht abgebildet, er hat ja auch nicht gesiegt, er ist geflohen, war auf dem Rückzug zur Situation am 18. Oktober 1813, aber seine Herrschaftszeichen verweisen auf ihn. Wir haben eine zeittypische Fahne, Regimentsfahne mit dem napoleonischen Adler obenauf, der sozusagen von ihm persönlich auch verliehen wurde. Solche Zeugnisse haben wir auch in der Sammlung des Zeughauses. Das heißt, wir können in Ergänzung des Gemäldes die Originale präsentieren. Wir haben auf der linken Seite des Gemäldes eine Soldatengruppe. Das sind alles einfache Soldaten der Landwehr und der sozusagen neu geschaffenen Freiwilligenheere, die ganz detailliert dargelegt sind, auch von ihren Ausrüstungsgegenständen. Beispielsweise hatten sie zwar Patronentaschen, aber persönliche Gegenstände konnten sie nur unter ihrem Tschako verwahren. Darum zeigen wir in der Ausstellung auch mal ein umgedrehtes Tschako, was sozusagen so einen kleinen eingenähten Beutel hervorbringt, in den man Tagebücher, Liederbücher, aber auch Proviant verstecken konnte. Ja.